Podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Heute Folge 104 und da es alle wissen wollen, ich gucke über meine Schulter. Ja, das Wetter ist mäßig. Grau in Grau über Duisburg, Grau in Grau über dem Ruhrgebiet. Aber wir verzagen nicht, wir sitzen hier im schönen Duisburg. Und wer ist wir? Also mein Name immer noch Zepp Oberpichler und mir gegenüber sitzt der Klaus Pfannscheid. Hallo Klaus. Hallo mein lieber Zepp. Hallöchen. Du hast den weiten Weg von Mülheim nach Duisburg geschafft. Das ist vollkommen richtig. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln war ich zeitnah vor Ort. Das ist schön, wenn Leute auch mal pünktlich sind. Das hat man ja heute nicht mehr so oft. Ja. Klaus, warum bist du heute hier? Ihr habt eine Solidaritätsaktion gestartet. Ja. Die hatten mit Musik zu tun, sonst wärst du ja wahrscheinlich auch nicht dabei. Das ist vollkommen richtig. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dieser Aktion, die ihr geplant habt. Ja, der Hintergrund ist der, ein lieber Musikerkollege von mir namens Hank Roger, Schlagzeuger aus Mülheim, ist im Juli letzten Jahres an mich herangetreten. Grund war die Flut im Juli letzten Jahres, als es Mitte Juli so geregnet hat und der liebe Musikerkollege hatte angefragt, ob es möglich wäre, meinen Mülheim-Song, den ich vor 15 Jahren mal geschrieben. Wollte ich sagen, der ist doch von 2017? 2007 oder 2007, so. 2007, ne? Genau. Tatsächlich, habe ich. Mit, das Projekt ist damals übrigens mit der lieben Kollegin aus Duisburg, Anja Lerch hat ja. Den Titel. Ja, ich erinnere mich. Ihr seid, glaube ich, in der Stadt aufgetreten damals, auf der Fußgängerzone oder so. Genau. Ein Riesending mit 100 Leuten oder so. War für mich bis heute das größte Konzert in Mülheim vor 4.500 Zuschauern. Hammer. Das ist noch einmal. Professionelle Produktion, auf jeden Fall. Absolut. Große Bühne. Die Veranstalter waren auch nicht so wirklich amused, weil die mussten halt eine sehr, sehr große Bühne aufbauen. Ja. 12 mal 16 Meter. Die war halt zwei Meter höher als der Heigebrunnen. Unser Wahrzeichen. Und da habe ich mir nicht nur Freunde gemacht, aber wir haben alles in allem eine schöne Produktion damals gefahren. Naja, ja. Auf jeden Fall, wir haben diesen Titel aufgeführt und als Tonträger veröffentlicht, 2007. Und dann ist ja halt die Zeit ins Land gegangen und dieser liebe Musikerkollege ist im Internet über ein Video zu diesem Song gestoßen. Ich hatte 10 Jahre später, 2017, halt so ein YouTube-Video veröffentlicht, halt mit Bildern zu dem Song. Also der Song war als Untermalung eingestellt und dann halt Bilder von diesem damaligen Konzert, so also zum 10-Jährigen. Mhm. Er hat also den Song gehört und hat die Idee gehabt, charity-mäßig was für die Flutopfer zu machen und zwar in Form einer Neuaufnahme dieses Titels in einer Rock, Punk-Metal-Version, also ein bisschen zügiger, ein bisschen schneller und hat angefragt, ob das okay wäre, wenn er diesen Song dann so aufnimmt. Was ja klar, gerne. Das ist, ist ja auch eine Ehre, wenn jemand diesen Titel so als würdig achtet, den nochmal neu aufzunehmen. Ja, und dann ging halt die Sache ins Rollen. Ich habe mich dann auch mit eingeklinkt und habe verschiedene Musikerkollegen angefragt und wir sind tatsächlich jetzt zum Schluss sind wir mit 12 Musikerkollegen auf diesem Tonträger verewigt. Es sind super viele Kollegen dabei, wo ich mich darüber freue. Der André Tolber von Dick Brave and the Backbeats, ja, Sascha. Der auch bei Peter Kraus spielt, glaube ich. Bei Peter Kraus. Mhm. Der Martin Ludi Edrich von Birth Control, 78 ja. Twins ist dabei. Ja, ja. Mein Sänger, mit dem ich ja vor vielen Monden angefangen habe, Musik zu machen. Wir haben es leider nie zu einer CD-Produktion zusammen geschafft, aber jetzt, nach vielen Monden, okay. haben wir dann endlich mal einen Tonträger zusammen, der Attila Schuster. Dann ist der Marcel Brotzeit von Emscher Kurve 77 dabei. Ja, klar. Kai Weiner, der auch sehr aktiv ist, Go Music macht er, glaube ich, und noch einige andere Formationen. Das ist der an der Hammond-Orgel, ne? Na, genau, an der Hammond-Orgel. Dann, wo ich mich sehr freue, am Bass Hans-Uwe Koch von Bluttat. Luther, mit dem ich vor vielen Jahren auch in Kolumbien eine sehr, sehr schöne Tour spielen durfte. Die Mühlheimer kennen ihn von der Regler-Produktion, diese genau. Mittwochsreihe, die Konzertreihe, die mittwochs halt auf der Freilichtbühne stattfindet. Und ja, so ist das gekommen. Und jetzt rollt die Sache an und wir haben schon recht
großen Zuspruch bekommen. Also das Interesse ist groß. Aber okay, für die Flutopfer, jetzt kann man oder könnte man einerseits sagen, starkes Engagement, aber kommt das nicht ein bisschen spät? Jein. Also es ist so, aufgrund der Tatsache, dass so viele Musiker beteiligt sind. Wir haben im August des letzten Jahres halt dann angefangen, das Grundgerüst einzuspielen. Wir sind halt mit einer kleinen Abordnung ins Studio gegangen. Und dann ging es halt darum, dass die Musikerkollegen halt auch ihre Parts halt online eingesendet haben. Ah, ja. Das hat halt eine gewisse Zeit gedauert. Aufgrund von Corona auch? Ja, ein Stück weit auch, richtig. Aber die meisten waren auch in ihren Bands noch aktiv mit Studioproduktionen. Also da gab es dann auch die ein oder andere Verzögerung. Der ein oder andere ist halt auch noch in Urlaub geflogen. Also der liebe Hans-Uwe Koch, der war dann nochmal in Kolumbien. Der ist halt mit dem Orga-Team dabei. So ging natürlich die Zeit ein Stück weit ins Land. Dann war die Situation, den Song online zu stellen und dann per Download, also per Bezahlvorgang dann downzuloaden, auch nicht so einfach. Und dann kam halt die neue Situation, die jetzt gerade vorherrscht, der Krieg in der Ukraine. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, dass wir da auch was machen müssen. Und dann sind wir hingegangen. Aufgrund, dass es so lange gedauert hat, haben wir uns dann dazu entschieden, die Erlöse, die jetzt nach dem Download des Songs kommen werden, dass wir sie splitten werden. 50% für die Flutopfer und 50% der Einnahmen für die Flüchtlinge in der Ukraine. Okay. Und wie unterstützt ihr dann die Leute? Also sagen wir mal, ihr nehmt jetzt irgendeine Summe X ein und gebt ihr das dann zu Organisationen vor Ort oder wo spendet ihr das Geld denn dann hin? Also das ist so, ich habe, wie gesagt, nochmal kurz Rücksprache gehalten. Ich sag, was kann man denn jetzt im Moment schon veröffentlichen? Also es ist jetzt so, dass geplant ist, dass erstmal geschaut wird, wie hoch sind die Erlöse, wie hoch ist der sogenannte Traffic halt. Klar. Und dann wird geschaut, wo gehen die Erlöse genau hin. Es gibt halt verschiedene Ansprechpartner. Aber es ist noch nichts konkret. Ja, also es ist, ich kann jetzt noch keine Namen oder Institutionen nennen, weil das wäre der nächste Schritt. Es wird jetzt erstmal geguckt, wie hoch, was kommt denn überhaupt dabei rum? Und dann wird geschaut, an wen es verteilt wird. Da gibt's ja auch die verschiedensten Möglichkeiten. Mit Sicherheit, klar. Und wo finde ich denn jetzt den Song? Also wenn ich jetzt sagen würde, coole Aktion, würde ich gerne mitmachen. Wo finde ich den Song denn? Der Song ist auf zwei Arten erhältlich. Zum einen über eine Überweisung auf das Konto der Reglerproduktion. Danach erhält man einen Download-Link und über die Webseite der Reglerproduktion. Die Regler haben sich freundlicherweise bereit erklärt, halt ihre Plattform halt zur Verfügung zu stellen. Über die Webseite regler-produktion.de. Wenn man diese Website anklickt, kommt direkt ein kurzes Feature dieses Projekts. Und da gibt es auch dann direkt einen Button, auf den man klicken kann. Und dann wird man halt weitergeleitet, bis man über PayPal halt den Song kaufen kann. Das ist dann alles erklärt, so dass es auch jeder einfach versteht. Ihr seid ja jetzt gerade erst damit online gegangen, glaube ich. Und du kannst wahrscheinlich jetzt noch nicht sagen, wie es angenommen wird. Also ihr müsst ja jetzt auch erstmal ein bisschen bimmeln, damit das überhaupt bekannt wird wahrscheinlich. Genau, wir müssen auf Deutsch gesagt die Werbetrommel rühren. Wir sind da sehr aktiv, der Hans-Uwe Koch und ich. Wir haben so ein bisschen die Promo-Arbeit dieses Projekts halt übernommen und haben schon diverse Dinge angeschoben im Printbereich beziehungsweise Radiobereich. Hatte gestern noch ein Radiointerview gehabt. Ja, und heute bin ich hier und mal gucken, was sonst noch so passiert. Gehen in alle Richtungen. Wir haben auch TV angefragt und warten jetzt mal so auf die Rückläufe. Okay. So, kommen wir mal zu dem Song selber zurück. Der ist ja natürlich schon etwas älteren Datums, aber es ist ja ein Song, der ausschließlich über Mülheim geht, also thematisch um Mülheim kreist. Man hätte ja jetzt auch erwarten können, so ein Solidaritätssong, dass er irgendwas mit den Thematiken, die ihr unterstützt, beziehungsweise wo ihr euch für engagiert, zu tun hat. Ne? Gab es nicht die Überlegung, da vielleicht auch einen komplett neuen Text zuzuschreiben oder so? Den gab es in der Tat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wir hatten verschiedene Entwürfe, sind wir durchgegangen, die dann aber auch nicht letztendlich zu einem kompletten Text irgendwie fertiggestellt wurden, sondern es gab halt Ansätze.
Und wir haben probiert, getan und gemacht, sind dann aber letztendlich zu dem Originalsong wieder zurückgekommen. Eigenschaft des Textes sind halt natürlich auch Ereignisse beziehungsweise Orte in Mülheim, die jetzt, die es zum Teil, oder Veranstaltungen, die es jetzt zum Teil gar nicht mehr gibt, oder Orte, die umgenannt sind. Ich meine, der Song ist halt 15 Jahre alt. Wir haben es probiert, halt einen Text zu erstellen, der halt auf die aktuelle Problematik halt in Verbindung mit hinweist, aber das war nicht wirklich zufriedenstellend, sondern sind wir halt bei dem Originaltext halt geblieben. Okay, grenzt aber wahrscheinlich auch die, ich sag mal, die mögliche Käuferschaft so ein bisschen ein, ne? Also wird wahrscheinlich dann eher so im lokalen Bereich funktionieren, die Kampagne, oder? Sagen wir mal so, ich meine, man kann zwei Dinge meiner Meinung nach immer sehr, sehr schwer berechnen. Das ist einmal das Wetter für Open-Air-Veranstaltung. Das andere, die Songs aus Mülheim. Und das andere ist halt das Publikum, beziehungsweise der Geschmack des Publikums. Man weiß nie, was hat jemand für Beweggründe, einen Song zu hören oder ein Konzert zu sehen oder eine Band zu sehen oder auch nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Am Ende der Kette steht halt der gute Zweck. Ja, okay. Ob jetzt alle Orte in diesem Song noch existieren oder Veranstaltungen existieren oder nicht, da sage ich jetzt mal ganz ernsthaft, das ist, glaube ich, irgendwie zweitrangig. Und es ist ja auch sehr niedrigschwellig, ne? Also ich sag mal, 1,50 tut jetzt keinem weh. Ja, genau. Und man tut damit am Ende des Tages ja auch was Gutes. Ja. Denke ich, macht man jetzt nichts falsch, wenn man den Song downlädt. Dazu aber nochmal zu dem Song zurückzukommen. Ich habe gesehen, da ist ein recht bekannter Produzent am Werke gewesen. Das ist richtig, ja. Der liebe Hank Roger hat noch einen alten Kontakt, sag ich jetzt mal, aufgetan, dem ich die Ehre hatte, vor einigen Jahren zusammenzuarbeiten. Das ist der liebe John Caffrey, Produzent von den Toten Hosen. Ich habe damals über die Band Völlig und die Band des Jahres, die ich zusammen mit dem Schlagzeuger, dem ehemaligen Schlagzeuger Wolfgang Willi-Rode, den wir ja noch als Kirschwasserkönig kennen. Kirschwasserkönig, genau. Und da hatten wir mal kurzzeitig miteinander zu tun. Er hatte einen Song von uns bearbeitet und dann hatten wir jetzt ja, dann Jahre auch keinen Kontakt miteinander. Und dann kam der liebe Hank Roger, kam dann irgendwie auf mit der Information, dass John Caffrey den Song mastern würde. Ja, ach, das cool. Ist natürlich für uns so ein Ritterschlag, weil John Caffrey, die Toten Hosen, Zweiraumwohnung, wir sind Helden und so weiter und so weiter, ist natürlich ein Name der Szene. Ja. Ne? Und hat sich auch sofort bereit erklärt und wie gesagt, alles unentgeltlich für die gute Sache. Und ja, das ist toll, dass der das Stück quasi veredelt hat. Wenn man das veredelt. Bist du denn selber dann auch zufrieden jetzt damit, mit der neuen Produktion? Ich meine, die hört sich ja sehr anders an als die alte Produktion, die ja eher so ausgerichtet war. Ich habe mir das nochmal aufmerksam angeschaut und angehört. Wie schön. Ja, das ist ja eher so, geht ja mehr so Richtung Stadtmarketing, die erste Produktion, ne? So mit Bläsern und Gedöne und richtig großem Auftritt irgendwie. Und jetzt die neue Nummer, ich sag mal, das ist ja wirklich eine zeitgemäße, ja, ich würde schon sagen, Hardrock-Produktion, so. Man muss halt die Vorgaben sehen. Zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich kriegte die Anfrage von der Mülheimer Stadtmarketing halt, ob ich einen Song schreiben könnte, wo halt etwas für jung und alt dabei ist, wo halt verschiedene Musikrichtungen untergebracht sind und ob ich das mit 100 Personen aufführen könnte. Ja, das ist natürlich ist so weit die Theorie und dann ging es an die Planung und dann hatte ich auch ganz relativ schnell auch den Songtitel, den ich tatsächlich in Mülheim in einer Location namens Hopfensack, die Jazz-Swing-Freunde werden diesen Laden kennen. Und da ist die Idee geboren und ich habe den Songtitel dort auf dem Bierdeckel geschrieben. Ganz, das ist die Wahrheit. Ich habe noch eine ganze Schatulle mit Bierdeckeln von irgendwelchen Ideen drauf. Ich hab den Song, also den Songtitel hatte ich als allererstes und dann aber nichts. Ja, und dann setzt man sich natürlich zu Hause hin und wie kriegt man Rock, Rap, Blues, Big Band Sound in einem Song irgendwie untergebracht. Und dann habe ich so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen und so mal das musikalische Herz befragt. Und dann kamen die Parts so nach und nach.
des Weges. Und es ist eine Mainstream-Produktion, sage ich jetzt mal. Sagt man, Musik, wo nicht beim Bügeln stört. Ja. Nein, das ist also jetzt ist Musik für Jung und Alt, nicht so hart. Die Gitarren sind jetzt auch nicht so weit nach vorne gemischt. Die Geschwindigkeit ist auch kommod, moderat, also ja, ja. Was für Jung und Alt. Ne? So, und das war auch für die damalige Situation gut, was natürlich irgendwie exorbitant viel Arbeit war, war halt das Zusammenstellen der Musiker, die ganzen Bläser des Hopfensacks, dieser Jazzknabe, danke, waren mit involviert. Mein Longtime Buddy Tim Husung, mit dem ich jetzt momentan aktuell auch eine neue Formation namens Tim Husung and the Bone Shakers habe, der hat den Song damals getrommelt. Ja, und viele Freunde und Bekannte, mit denen ich zu tun hatte, waren im Background-Chor oder haben geblasen, auf Deutsch gesagt, oder Keyboards, Gitarren, Bass gespielt. Und ja, die liebe Anja Lerch hat den Song gesungen. Und es, wie gesagt, war eine sehr anstrengende Produktion, kann man schon sagen, weil es waren 3 Monate richtige Arbeit. Wir haben 3 Proben gemacht und sind dann nachher auf die Bühne gegangen. Und es hat Gott sei Dank alles funktioniert. Wie gesagt, der Ursprungstitel ist halt ein bisschen gefügiger. So, und jetzt sind wir halt 15 Jahre weiter, je oller, je doller. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht meine Idee, sondern die Idee kommt halt von dem Musikerkollegen Hank Roger. Und der ist halt auch Rock, Metal, Punk-mäßig unterwegs und der wollte halt diesen Song in diesem Stil aufnehmen. Ja, und dann, gut, dann machen wir das. Ne? Ja, und da habt ihr ja mit John Caffery dann auch den richtigen Produzenten dafür gehabt, ne? Absolut. Der hat den Song veredelt und die Kollegen, die auch alle mitspielen, sind auch im Punk, Rock, Metal. Sie sind in diesem Genre auch beheimatet. Beheimatet und tätig, danke. Ja. Manchmal habe ich Wortfindungsstörungen. Ja, das kenne ich. Das ist bei mir aber meist sonntags morgens. Bei mir ist es sonntags abends. Nein. Und ja, wie gesagt, die richtigen Musiker, sage ich jetzt mal, spielen den richtigen Song oder den Song in einem richtigen Musikstil, kann man jetzt einfach mal so salopp daher sagen. Ja, okay. Was möchtet ihr denn erreichen? Ihr habt ja bestimmt auch ein Ziel mal so für euch formuliert. Was wäre denn so eine Wegmarke, sage ich mal, wo ihr sagen würdet, oft. Dafür hat sich das alles gelohnt, die Sache, weil ich meine, ihr investiert da ja Zeit und Mühe, das ist ja alles ehrenamtlich, das darf man ja nicht unterschätzen und ich weiß, das Leben als Künstler in Zeiten wie diesen ist ja eher ein ehrenamtliches Engagement in vielen Bereichen. Das hast du sehr nett formuliert. Ja, aus leidvoller Erfahrung, aber man macht es ja auch wegen dem Spaß. Von Spaß allein kann man aber nicht leben. Wenn man das jetzt mal aus dieser Profimusiker-Sicht sieht, man kann es den Menschen draußen nicht verübeln, dass sie halt nicht unbedingt wissen, was zu tun ist auf diesem Level. Das ist jetzt vollkommen wertfrei. Aber es ist halt so, dass je professioneller etwas wird oder je bekannter etwas ist oder dass die Rüstzeit dahinter um ein Vielfaches höher ist, als wenn man jetzt, sagen wir mal, in einer Hobbyband, was ich auch nicht böse meine, um Gottes Willen, aber eine Hobbyband trifft sich einmal in der Woche im Proberaum und spielt die Lieder und trinkt gleich noch ein lecker Bierchen. So, und wir sitzen die ganze Zeit am Schreibtisch und haben Telefon in der Hand, Kalender, Konzepte, Termine müssen koordiniert werden, wann passiert was, wo, wie, und das ist in Zeiten von Corona, ist das ein ganz massiver Schlag ins Gesicht, weil für mich ist und war das Musikmachen nicht Mädchen, Drogen, Alkohol, Party bis zum Abwinken, sondern ich sehe das als meinen Beruf und meinen Job an. Und das habe ich immer schon getan. Und dass man halt in so eine Wochenend-Freizeit Schausteller-Ecke gestellt wird, die irgendwie nebenbei ein bisschen Musik spielt, finde ich einfach, ehrlich gesagt, ungerecht. Und auch allen anderen Kollegen gegenüber finde ich es auch ungerecht oder auch Leuten, die halt im professionellen Bereich arbeiten. Ich kann mich an einen Mischer erinnern, der halt eine Tonfirma hat. Ja, der musste irgendwie bei Amazon anfangen, im Lager zu arbeiten, um weiter zu existieren. Jetzt durch Corona meinst du? Durch Corona. Weil er einfach keine Jobs mehr hatte, 2 Jahre lang. Wir bereiten vor und diese Vorbereitungen dauern auch nicht 10 Minuten, sondern da sitzt du dann auch schon mal eine Stunde oder 2 an irgendwelchen Konzepten.
Konzepten oder Auftrittsvorbereitungen oder Auftrittsplanungen. Und dann heißt es dann seitens der Regierung durch die Verordnung, ach nee, findet doch nicht statt, wird wieder verschoben. Ja, das machst du 2, 3, 4 Mal und dann überlegst du dir, wer bezahlt denn das eigentlich? Ja. Ich sag mal, das ist ja generell ein Problem gerade. Das sehe ich ja auch in anderen Bereichen. Ich meine, wir haben ja auch viel mit Leuten aus der Abteilung Ton und Licht zu tun, aus den Abteilungen Messebau etc. pp. Und die haben ja alle in den letzten 2 Jahren nichts verdient. Ja. Und ich sag mal, mit den paar Streamings konnte man sich jetzt auch vielleicht mal so gerade über Wasser halten, aber das hat ja nicht wirklich massiv Geld reingespült. Und da sind viele tatsächlich abgewandert. Die Industrie sucht, die Handwerksbetriebe suchen ohne Ende Leute, die gerade mal einen Schraubendreher halten können. Und da sind natürlich viele, die Bühnenbau gemacht haben, die Stagehand gemacht haben etc. pp., die sind abgewandert und die kommen auch wahrscheinlich nicht mehr zurück, weil sie jetzt einen Job haben mit festen Urlaubszeiten, mit festen Arbeitszeiten, mit festem Geld, was ja auch nicht ganz unerheblich ist, Krankenversicherung etc. pp. Wieso? Ich mach das doch nur für Spaß. Ich habe doch Spaß. Ja, richtig, genau, du hast ja Spaß. Das war jetzt ein bisschen ironisch. Aber das trifft's ja sehr gut. Ich find das ja auch gut, diesen Aspekt mal zu beleuchten. Ne? Und warum ist denn, wenn etwas Spaß macht, das gleichbedeutend mit, dann brauchst du ja auch kein Geld dafür? Das ist eine sehr gute Frage. Diese Frage, für diese Frage müsste ich dich eigentlich zum Bundeskanzler vorschlagen, weil das ist nämlich, genau um diese Frage geht es. Wenn es mir Spaß macht, dann ist es, das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber wenn ich das als meinen Job ansehe, dann muss ich Miete, Strom, Telefon auch bezahlen. Mhm. Und wenn da keiner für aufkommt, was machen wir denn dann? Mhm. Also die Sichtweise ist ganz einfach ein bisschen, ich weiß nicht, ob es jetzt respektlos unserer Zunft gegenüber ist, wie gesagt, ich meine es auch nicht böse, aber es wird halt immer so, wenn du nicht spielen kannst, dann kannst du halt nicht spielen. Das ist mein Job. Das ist genau das Gleiche, wenn man jetzt zu einem Arbeitnehmer sagen kann, er würde immer, du kannst aber jetzt nicht arbeiten gehen und verdienen tust du auch nichts. Ja, da gehen die alle nach ein paar Tagen auf die Barrikaden. Ja, klar. Nur der liebe nette Musiker irgendwie hält 2 Jahre lang die Füße still. Oder auch nicht. Man hat sich ja natürlich auch irgendwo ein Stück weit dann mit Aktionen dann auch solidarisiert. Oder sind tatsächlich die Leute sind halt abgewandert und haben die Branche halt verlassen, weil sie einfach nicht mehr existieren können. Und wie gesagt, ich kann von dem Verbraucher und dem Zuschauer das nicht erwarten, da Kenntnis drüber zu haben, sonst würden die ja auch alle auf der Bühne stehen. Ne? Aber vielleicht, dass man sich mal so ein bisschen informiert, dass wir auch nicht nur von Luft und Liebe existieren können. Naja, und ganz nebenher, das darf man ja auch nicht vergessen, neben all diesem Orga-Kram, den du eben angedeutet hast, mit Terminen machen und Konzepte ausarbeiten und pünktlich da und dort und überall sein, nebenher ist man ja dann auch noch entweder Instrumentalist, also muss ja dann auch mal ein paar Stunden üben in der Woche oder am Tag, das ist das eine. Man muss sich mit seinem Equipment auskennen, was sich ja auch häufig ändert, wenn man da auf dem Stand der Zeit bleiben möchte. Und man muss ja auch noch irgendwo kreativ bleiben, ne? Es gibt ja auch Leute, die müssen mal einen Text schreiben, die müssen mal oder wollen auch einen neuen Song einfach mal auf die Beine bringen. Alles das muss ja in gewisser Weise auch passieren. Und ich glaube auch, dass das wirklich nicht so wirklich gewertschätzt wird hier. Da bin ich vollkommen d'accord mit dir. Es ist halt, wie gesagt, die Situation. Ich glaube, es ist halt ein Stück weit die mangelnde Kenntnis darum, was sich auch niemand für übel nehmen kann. Halt, wenn jemand ein Konzert besucht, also sich ein Konzertticket kauft, dann ist er der auf Deutsch gesagt, der End-User, der Endverbraucher. Mhm. Er hat die Karte, geht zum Konzert, er hat 2 Stunden lang, 3 Stunden lang Unterhaltung und geht wieder nach Hause. Mhm. Dass irgendwie Anwesenden, die Musiker, die Crew schon vielleicht seit morgens 8, 9 Uhr in der Halle sind, irgendwie die Technik gangbar machen, also Aufbau, Soundcheck und den ganzen Tag schon unterwegs sind. Das sehen die Menschen halt auch nicht. Und das ist, glaube ich, also es ist nicht mangelndes Interesse, also, das will ich nicht damit sagen. Aber es ist, glaube ich, die mangelnde Kenntnis darum, was hinter den Kulissen zu tun ist. Das ist exorbitant viel Arbeit und die dann auch in den letzten 2 Jahren auch oftmals nicht bezahlt worden ist. Und ganz ernsthaft, ich glaube nicht, dass es wirklich kreativ ist, mit hungrigem Magen Texte zu schreiben oder irgendwie sein Instrument zu üben, weil dann hast du, glaube ich, ganz andere Sorgen. Und richtig kritisch wird's, glaube ich, wenn du Nachwuchs hast und Verpflichtungen, Kredite, dann wird's, glaube ich, richtig gefährlich. Und
Wie gesagt, es ist mangelnde Kenntnis. Es ist es ist nicht das Desinteresse, sondern die Menschen wissen vielleicht einfach nicht darum, was Profi-Musikerbereich hinter den Kulissen zu leisten ist. Und das machst du 3, 4, 5 Mal mit. Und wenn du dann viel gearbeitet hast und überhaupt nicht bezahlt worden bist, guckst du in die Röhre. Dann machst du was anderes. Genau. Ne? So, und trotzdem macht ihr jetzt noch so ein Ehrenamt-Ding. Ja. Trotzdem engagiert ihr euch für Menschen, denen es noch schlechter geht. Also, oder die großes Leid erfahren haben, die Opfer von großen Naturkatastrophen sind. Also, dass ihr quasi ja das Geld zwei unterschiedlichen Empfängern, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte, zudenkt. Ist ja auf den ersten Blick ungewöhnlich, ne? Aber auf den zweiten Blick, wenn man die Entstehungsgeschichte des Songs, dieser neuen Version jetzt kennt, und wenn man auch den Zeitablauf mit betrachtet, also dass die Idee ja eigentlich kam letztes Jahr im Sommer nach der Flut. Genau. Und jetzt alles fertig ist und man noch zusätzlich eine komplett neue Situation hat mit dem Ukraine-Krieg, dass man dann sagt, auch denen würden wir auch gerne was Gutes tun, dann lass es uns doch irgendwie splitten und beiden zugutekommen lassen, ist dann am Ende des Tages wahrscheinlich einfach folgerichtig, oder? Ja, also es ist, wenn ich jetzt die eigene Situation, also der Musiker jetzt mal hin anstelle, wenn ich sehe, dass oder wenn wir sehen, was die Menschen in der Flut, was die Flutopfer alles verloren haben, was die Menschen in der Ukraine alles verloren haben, wie es da auf Deutsch gesagt zur Sache geht, dass da Menschen einfach erschossen werden, die Hab und Gut verloren haben, alles zerbombt ist, dann geht's diesen Menschen noch weitaus schlechter. Und das ist das Gute, sage ich jetzt mal, was in uns ist. Und Politik ist eher zweitrangig, sondern es ist, ich bin großer Beatles-Fan. Ich sage immer, all you need is love. Und das ist, glaube ich, auch der Kern für einen richtigen Musiker. Es geht darum, Gutes zu tun. Politische Dinge irgendwie, das sind ja Dinge, die da passieren. Das ist ja unendliches Leid. Und ist der Musiker näher an seinem Herz? Ja, klar. Der richtige Musiker, also nicht der sich alles eintrainiert hat und irgendwie vor dem Spiegel irgendwie Posen übt, sondern derjenige, der die Augen zumacht und den Mund aufmacht und einfach sein Herz mit Gesang oder ausschüttet oder durch Gitarrenspiel oder durch Klavierspiel, das habe ich den richtigen Musiker kennengelernt. Also nicht den Konstrukteur, der sich das alles antrainiert hat, sondern du merkst ja, ob jemand von Herzen Musik macht, singt oder spielt oder wie auch immer, oder wie gesagt, zielgerichtetes Marketing in Tonform kredenzt. Das wäre dann so das Modell Garth Brooks oder so. das weiß ich, da bin ich nicht so drin. Ich komme ja mehr so im Rock-Metal-Bereich. Nein, aber ja, also es gibt ja Darsteller und es gibt Leute, die das fühlen, was sie machen. Also das ist wahrscheinlich der Unterschied. Und deshalb sind auch die Leute, und da spreche ich, glaube ich, für alle Beteiligten, die Leute, die da mitmachen, das sind alles Herzensmusiker, das sind Herzensmenschen, die sich für die gute Sache einsetzen. Der liebe Hans-Uwe Koch, der baut jetzt in Kolumbien durch mehreren Tourneen, die sie halt mit Bluthart gespielt haben, bauen die, glaube ich, da auch eine Musikschule auf. Ich bin da jetzt nicht so ganz Thema, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Das ist auch ein Mensch, der ein gutes Herz hat und Gutes tut. Und aufgrund dieser Veranlagung... Gutes Herz haben ist ja schon mal eine gute Voraussetzung dafür, irgendwie Musiker zu sein in der heutigen Zeit und damit was erreichen zu wollen. Aber muss man nicht auch ein bisschen bekloppt sein? Ja, na, selbstverständlich. Es gibt Dinge in meinem Leben, die sind beständig, ne? Das sind die Beatles, Iron Maiden und Star Wars. Und das ist von der Kindheit, Jugend an, und das nehme ich mit ins Grab. Und das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen verrückt. Normal sind wir, glaube ich, alle irgendwie nicht. Wir haben alle irgendwo. Und ein bisschen idealistisch wahrscheinlich. Ja. So, ne? Okay, aber kommen wir zurück zu der Frage: Was wäre für euch so eine Zielgröße, wo du sagen würdest, wow, da haben wir richtig was erwirtschaftet mit und da können wir der einen oder anderen Flüchtlingsgruppe oder dem und dem was Gutes tun. Habt ihr euch darüber unterhalten? Ich meine, ihr wart immerhin 12 Leute, die irgendwie an dem Projekt mitgearbeitet haben.
alle zusammen haben uns jetzt, dazu ist es nicht gekommen, weil wir auch alle, also wir sind alle beteiligt, aber wir waren. Aber ihr wart nie zusammen. Wir waren noch nicht, noch nie alle in einem Raum, weil wir halt auf Deutsch gesagt Homeoffice-mäßig wie die Parts irgendwie eingespielt haben. Also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, wir wünschen uns natürlich alle einen hohen Ertrag, wenn es gilt im vier- oder fünfstelligen Bereich. Weil vielleicht ist es auch ein Wunschgedanke halt, vielleicht gibt der Titel auch nicht so viel her, weiß ich nicht. Aber wir wünschen uns schon, dass die Menschen den Song fleißig downloaden, damit die Erträge halt auch dementsprechend sind und dann auch entsprechend verteilt werden können. Das ist natürlich das Ziel. Ob wir da hinkommen, das weiß nur der liebe Gott. Ja, oder irgendwann der Kassenwart. Der Kassenwart und der liebe Gott, beide zusammen. Beide zusammen, ja, beide wichtig. Ja, das wünsche ich euch auch. Also ich denke, der Titel ist es auch wert. Und 1,50 hat wirklich jeder über, denke ich mal. Also wenn man ein Handy hat oder Computer und so. Was kostet Podcast der Kaffee bei Starbucks? 3, 4 Euro, 5 Euro, keine Ahnung, ich weiß jetzt den aktuellen Preis. Wenn da ein bisschen Streusel drauf kommt. Ja, also wenn man das Geld für einen Kaffee übrig hat, kann man vielleicht, wenn man Gutes tun möchte, hat man vielleicht noch 1,50 Euro für Ruhrgebietsblatt. Für den Song, genau. Für den Song, ja. Ja, also wie gesagt, ich wünsche euch damit sehr viel Erfolg. Ich finde die Aktion super, ich finde den Song auch gut und ich kann das nur unterstützen. Und von daher freue ich mich, dass du da warst. Famous Last Words, hast du noch einen? Ja, ich möchte mich bei dir im Namen den gesamten Beteiligten halt für die nette Unterstützung bedanken. Ja, das ist toll. Dann würde ich sagen, Klaus, herzlichen Dank, dass du da warst und über dein Projekt berichtet hast. Für die Leute, die zuhören, ich packe in die Shownotes, die ja zum Podcast gehören, wie jeder weiß, auch noch die entsprechenden Links rein, dass ihr da direkt draufgehen könnt und den Song downloaden könnt. Ich finde, es ist eine gute Nummer geworden, ist eine gute Aktion, unterstützt das. Und in diesem Sinne, mein Name Sepp Oberpichler, das war der Ruhr-Podcast. Ich sage Tschüss. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Ruhr-Podcast.